Hallo zusammen und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge. Und heute geht es um ein Auto, das vom Ursprung her eigentlich jeder auf dieser Welt kennt oder naja, fast jeder. Es handelt sich um das Black Cab, also um das London Taxi, das Schwarze, was so weltberühmt ist, wo man mit einem Zylinder einsteigen kann, ohne dass man den sich runterhaut oder so. Von diesem Auto gibt es jetzt einen Ableger, nämlich den VN5, also den VEN 5 von der London Electric Vehicle Company mit einer Ladekapazität von 5,5 Kubikmeter. Ja, in dieses Fahrzeug passen sage und schreibe 2 Europaletten rein, eine durch die Schiebetüren und eine hinten durch die Hecktüren. Das Neue daran ist, das Fahrzeug ist ein bisschen länger, ganze 40 cm ist es gestreckt worden, hat leider nicht mehr den Wendekreis von 8,40 Meter, sondern jetzt 10 Meter und 10 cm. Fangen wir erstmal mit den technischen Daten an. Fahrzeug mit einem Range Extender, also so wie wir es vom BMW i3 beispielsweise kennen, wo der Motor, also der Verbrennermotor, nur als Stromaggregat fungiert und ansonsten halt der Elektromotor ganz alleine für den Vortrieb sorgt. Und dabei handelt es sich um ein 1,5 Liter 60 kW Verbrennermotor von Volvo. Ein Dreizylindermotor ist das und der sozusagen den Strom erzeugt, um den Elektromotor, der wiederum 110 kW, das sind 150 PS, mit Strom versorgt. Das Fahrzeug hat so eine Reichweite rein elektrisch von rund 100 Kilometer, also 63 Meilen sind angegeben und in der Kombination 301 Meilen beziehungsweise 480 Kilometer. Die Fahrzeuglänge, der VEN ist 40 cm länger wie das Taxi und somit 5,23 m lang, hat eine Breite von 2,3 m und eine Höhe von 1,99 m. Er hat ein Leergewicht von 2,2 Tonnen und kann 2,9 Tonnen im Gesamtgewicht wiegen. Da weiß ich denn allerdings nicht, wie die auf ihre etwas über 800 Kilogramm kommen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Die Länge hinten im Laderaum ist auch interessant, 2,40 Meter. Also vielleicht kann man aus diesen Wagen sogar einen Minicamper bauen oder so. Das wäre auch nicht schlecht. Zwischen den Achsen ist die Ladebreite 1,12 Meter. Breite in den Schiebetüren, wenn man die geöffnet hat, ist knapp 1,4 Meter, 1,3,8 Meter. Und bei der Hecktür hat man eine Breite von 1 Meter und 27,5. Ja, das Fahrzeug verfügt über 3 Drive-Modi. Der eine ist pur elektrisch, damit fährt man halt die eben genannten rund 93 Kilometer rein elektrisch. Dann gibt es einen Safe-Mode, der halt die Akkukapazität, also den Ladezustand schützt und halt erstmal mit dem Range-Extender fährt. Für den Fall der Fälle, dass man halt in eine gesperrte Innenstadtzone reinfahren muss, eine Umweltzone, wo man nur rein elektrisch reinfahren darf. Dafür ist das halt gedacht. Dann gibt es noch den Smart Mode. Das ist halt der Modus, wo das Fahrzeug selbst entscheidet, fährt es jetzt elektrisch oder fährt es mit dem Range Extender. Kommen wir jetzt zu einer Ausstattung, die ich bisher so noch nirgendwo gehört habe. Die halt wirklich ermöglicht, das Fahrzeug umweltbewusst fortzubewegen. Und das ist Geofencing, nennt sich das Ganze. Das ist eine Technologie, worüber das Fahrzeug halt über den geografischen Standort, da wo das Fahrzeug gerade ist, selber entscheidet, fahre ich jetzt elektrisch oder mit dem Verbrennermotor. Das ist gerade da interessant, wenn es halt um Umweltzonen geht, wo man halt nur rein elektrisch reinfahren darf. Da kann das Fahrzeug sich selbst entscheiden, ich fahre jetzt elektrisch oder schaltet halt dementsprechend um. Ihr müsst nicht dran denken, jetzt auf den Knopf zu drücken oder vielmehr nicht auf den Knopf, sondern aufs Display zu tippen.
und den Fahrmodi wechseln, das macht das System von alleine. Das ganz Besondere an diesem Fahrzeug ist die Konstruktion, also das Grundgerippe, sage ich jetzt mal ganz einfach, von diesem Fahrzeug ist aus einer Aluminiumlegierung gewählt und von der Stärke halt so gewählt, dass sie stärker ist wie ein vergleichbares Stahlgerüst sozusagen und bietet dabei eine höhere Sicherheit und weniger Gewicht. Darauf verklebt ist eine Karosserie, also das, was wir sonst so als Blech bezeichnen. Das ist eine Kompositbauweise, die wird aufgeklebt und bietet dadurch halt auch nochmal etwas mehr Stabilität, weil es verklebt ist. Und zum anderen lässt es sich leichter reparieren, weil man diese einzelnen Teile halt wieder demontieren kann und neue draufkleben. Das Fahrzeug hat Lademöglichkeiten, also Akkulademöglichkeiten, die ich bei keinem anderen Fahrzeug in dieser Form bisher gesehen habe. Es gibt nämlich sage und schreibe 3 Möglichkeiten, den Akku aufzuladen. Wenn wir jetzt halt mal von den Fahreigenschaften bzw. von den fahrtechnischen Möglichkeiten mit Rekuperation da mal absehen, dann verfügt das Fahrzeug über eine Möglichkeit AC zu laden, einmal im Standard, in der Standardausführung mit 11 kW dreiphasig und man kann das halt optional verdoppeln mit 2 Ladern, also mit 2 11 kW Ladern und hat somit eine Dreiphasen-Lademöglichkeit mit 22 kW. Damit ist aber noch nicht Schluss, weil wir können auch mit 50 kW laden, dann entweder über Typ 2 CCS oder jetzt kommt die Nummer 3 mit CHAdeMO. Und ganz intelligent auch verbaut, vorne in der Schnauze, so kann man hinten in Ruhe laden, da ist denn die Schiebetür nicht im Weg, beziehungsweise der Stecker nicht im Weg, wenn man die Schiebetür aufmacht oder die Hecktüren aufklappt, je nachdem, wo sonst halt der Ladeanschluss wäre. Das ist vorne in der Front verbaut, neben dem Kühlergrill links und rechts hat man jeweils eine Abdeckung, wo man halt rechts Typ 2 CCS und links CHAdeMO lädt. Beziehungsweise wenn man davor steht, also fahrzeugseitig auf der linken Seite Typ 2 CCS und auf der rechten Seite CHAdeMO. Kommen wir zu Bremsenergierückgewinnung. Da gibt es 2 Stufen. Man kann den VN5 halt mit einem One-Pedal-Feeling fahren und wenn man halt vom Gaspedal runter geht, fängt er an zu rekuperieren und bleibt dementsprechend auch stehen. Das ist halt eine wirklich sehr interessante Sache, gerade im innerstädtischen Bereich, wo man doch immer wieder bremsen muss. So gewinnt man halt die Bremsenergie zurück und lädt damit den Akku nach. Kommen wir noch zu der Garantie. Es gibt 5 Jahre Garantie auf das Fahrzeug, entweder 5 Jahre oder 150.000 Meilen, beziehungsweise 8 Jahre und 200.000 Meilen für die Batterie. Der Service findet alle 25.000 Kilometer statt. Ja, das soll es dann erstmal gewesen sein mit der Vorstellung des VN5. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ach ja, eins habe ich noch vergessen. Was ihr hoffentlich nicht vergessen habt, lasst doch bitte einen Daumen rauf da und abonniert diesen Kanal. Danke!